Also, wo sind wir hier heute gelandet? Mitten in München vermutlich. Landepunkt ist hier bei Kirin Kitzmann von der Firma Goldbeck. Und sind erstmal super dankbar dafür, dass wir hier mit der Drohne die Baustelle sehen dürfen und ein paar Impressionen kriegen. So, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, was denkst du, was in der Baubranche alles noch passieren muss, damit wir alles Gefühl haben, immer besser? Solche Ansätze, die den Bauablauf stabilisieren und die Fehleranfälligkeit für alle reduzieren, nützt natürlich nicht nur uns, sondern auch den Gewerken mehr auf Kollaboration Wert legen, gerade auch mit den Nachunternehmern weniger Schriftverkehr erzeugen. So machen wir uns allen das Leben leichter und können eben gemeinsam mehr erreichen. Ich denke auch, die Digitalisierung hilft uns da schon stark, wenn wir jetzt in BIM-Richtung denken. Das Ganze können wir dann wiederum auf unseren Tablets auf der Baustelle uns zu Nutzen machen. Also was man jetzt super sieht, ist, dass ihr auch mit digitalen Tools arbeitet. Das eben ein paar Sachen gezeigt, zum Aufgabenmanagement und Pläne und so weiter. Was setzt ihr da so ein? Die interne Teamkommunikation machen wir über ein Kanban-Board, ein digitales Kanban-Board. Ja. Organisieren uns so, dass wir montags Aufgaben definieren und die dann uns für die folgende Woche eben in die Wochenplanung hineinschieben. Ja. Der Vorteil an der Digitalität des Kanban-Boards ist, dass ich es tatsächlich auch jederzeit auf der Baustelle öffnen kann und mir meine Aufgaben herauspicken kann, dazu Notizen machen kann. Ja. Aber auch gerade in Zeiten jetzt von Corona das Ganze mal aus dem Büro heraus anschauen kann oder auch im Homeoffice kontrollieren kann. Okay. Wir arbeiten mit Feedback systematisch, ja. Allerdings nicht digital. Okay. Haben uns einfach als Ziel gesetzt, diese Feedback-Kultur auch bei unserem Team auszuweiten und das einfach häufiger zu machen, auch Feedback zu erfragen von den Kollegen. Das funktioniert gerade jetzt, wo wir diese Taktsteuerungsbesprechungen machen. Viele halten die Taktsteuerungsbesprechungen das erste Mal. Ja. Gerade da ist es wichtig, auch intern mal ein Feedback zu bekommen. Wie stehe ich eigentlich da? Wie spreche ich? Spreche ich laut genug? Beziehe ich die Mitarbeiter, die Nachunternehmer genug mit ein? Also Feedback hilft da auf jeden Fall. Kannst du beobachten, dass bei den Leuten was passiert? Also gerade bei euren eigenen Führungskräften, wo man merkt, die entwickeln sich jetzt auch ein Stück weit einfach über solche Themen hinweg? Ja, wobei bei uns jetzt die Führungskräfte auch Treiber des Ganzen waren. Also gerade meine direkte Führungskraft ist sehr stark auch mit involviert gewesen, hat mich sehr stark dabei unterstützt und unterstützt auch das ganze Team, indem es eben antreibende Anstöße wieder mal ins Team hineinspiegelt. Ja, schön, also da funktioniert das mit dem Feedback auch. Sonst noch was zu digitalen Tools? Was? Wie sieht es mit BIM aus hier? Genau, wir sind im Pilotprojekt, was BIM 360 angeht. Okay. Wir können hier auf dem Tablet auf unser 3D Revit-Modell zugreifen. Okay. Wir können Mängel oder Aufgaben, sage ich mal, in den Plänen, in dem digitalen Modell verankern und sie dann vom Tablet auch direkt eben extrahieren, einen Auszug machen, eine Auflistung machen und dem Nachunternehmer dann zukommen lassen. Ja, danke erstmal an der Stelle. Gerne. Und viel Erfolg. So mit einem Satz gesagt, was wünschst du dir von der Bauwirtschaft noch? Dass wir mehr zusammenarbeiten, dass wir weniger Wert auf Schriftverkehr legen, dass das gesprochene Wort eingehalten wird. Okay. Also Kollaboration. Das ist nochmal ein gutes Stichwort mit dem Schriftverkehr. Hat sich da was verändert? Ja. Wir haben wenige Firmen, bei denen wir Schriftverkehr einsetzen müssen. Ja. Es sind aber zum Teil auch Gewerke, die nicht hier in der Taktplanung mit beteiligt sind, weil sie in den Außenanlagen oder an der Fassade oder sowas tätig sind. Also in den Taktbereichen seid ihr eigentlich ziemlich Schriftverkehr frei dann. Genau. Also das ist was man auf jeden Fall gelernt hat damals. Ja. Super, das beantwortet eben auch die Frage, was wir gelernt haben. Also zusammenarbeiten. Dankeschön. Gerne.
Ja, Martin, herzlichen Dank, dass wir hier sein können. Du hast da deine Mannschaft auf eine Spur gesetzt, dass hier Dinge anders laufen sollen als jetzt vielleicht üblicherweise. Jetzt stellt sich die Frage, warum, was treibt dich da an, dass du gesagt hast, komm, in dem Projekt müssen wir mal anders rangehen an die Sache. Also Haupttreiber ist, dass ich über die konventionelle Abwicklung einfach sehe, dass es unheimlich viel Potenzial gibt, das man verbessern kann, dass man bei großen, komplexen, schutzfertigen Gebäuden in der Abwicklung, in prozessualen Schnittstellen zwischen den einzelnen Gewerken so viel Verschwendung noch dazwischen drin hat und Vermeidungspotenzial, das nicht bloß uns zugutekommt, sondern wesentlich auch den ausführenden Firmen. Die haben dann mehr Möglichkeit, Geld zu verdienen und die Qualität im Haus ist besser. Und wir selber haben weniger Stress zu managen. Also das ist eigentlich ein Vorteil für beide Seiten dabei sein müssen, einfach anhand der Potenziale, die man tagtäglich sieht. Ne? Ja. Genau, ja, spannend. Und wie bist du selber damit in Kontakt gekommen? Also dass da Themen und BIM und was alles gibt? Kontakt bin ich seit vielen, vielen Jahren dazu. Ja. Mit einer der wesentlichen Impulse, das jetzt auch ganz konsequent mal umzusetzen, war ein Lean-Workshop-Forum zusammen mit euch, mit Best-Practice-Beispielen, auch direkt am Ort des Geschehens, was für mich schon auch mit sehr beeindruckend war und mich darin bestärkt hat, das jetzt auch bei so Großprojekten halt wirklich ganz konsequent mal umzusetzen. Also es war von Anfang an klar, wie du schon gesagt hast, die Vorarbeit ist ein wichtiger Baustein dazu. Das heißt monatelange Vorbereitung. Goldbeck baut im System, sagen wir mal, alles was außen rum ist, auch ein Stück weit im Innenbereich vorgedacht und entwickelt. Aber ansonsten gibt es halt auch viel Konventionelles. Wichtig ist diese gemeinsame Erarbeitung und das sehr detaillierte, vertiefte Vorne, wesentlich mehr Energie reinzustecken, um dann in der Abwicklung weniger Stress zu haben. Das ist zum einen großen Teil gelungen. Das ist natürlich für alle ein Stück weit, für die meisten neu gewesen. Wir haben Gott sei Dank auch nicht bloß euch mit an Bord gehabt als Coach, als Mitberater. Wir haben auch intern einfach Leute, die das von der Pike jetzt auf mitgelernt haben, unsere Experten. Ja. Wir haben hier auf der Baustelle hier, einmal Straße, Dieberg in München, auch Gott sei Dank die Chance, wir haben zwei Häuser, die relativ identisch sind, haben im Haus 1 das relativ gut einüben können und alle, sagen wir, Optimierungspotenzial, Themen, die problematisch waren, hier lernen können, die wir im Haus 2 jetzt einfach umsetzen können. Und da sieht man schon einen sehr guten Lerneffekt. Das wird sehr transparent, auch für die Handwerker und für uns. Ich sag mal, Goldbeck ist natürlich auch als Systemlieferant bekannt und hatte, glaube ich, tickt einfach anders auch in dem Ding. So, dass also jetzt von außen betrachtet schon so scheint, dass ihr euch leichter tut mit solchen Sachen. Wahrscheinlich, weil man aus einem ganz anderen Selbstverständnis herauskommt. Das war jetzt so unsere Beobachtung, wie man baut, ne? Wenn man letztendlich hier innerhalb eines Produktes steht, wenn ich es richtig sehe. Ja. Und das ist ja in der Projektwelt nicht unbedingt überall so angekommen. Ja. Also das ist sicherlich ein Vorteil für uns, weil wir dieses Bürogebäude, also wir spezialisieren uns sowohl in der Planung als auch in der Abwicklung auf Produkte. Wir vertreiben ja Produkte. Wir haben für große Bürogebäude ein spezielles System, Bausystem, Produkt, das wir verkaufen. Und das hat ein Stück weit wesentlich mehr Wiederholungscharakter per se. Wir bauen keine komplizierten, amorphen Strukturen oder Hochhäuser etc., sondern es gibt eine gewisse Struktur, die dahinter immer wieder ganz ähnlich liegt. Ja. Von daher ist es dazu angetan, man kann es dann auch weiterentwickeln und sagt, das nächste Gebäude ist nicht zu 100% anders, sondern eben nur ein Stück weit anders, aber viele Parameter sind immer wieder ähnlich oder gleich. Von daher habe ich natürlich wesentlich mehr die Möglichkeit, so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess anzusetzen. Ja. Kennengelernt habe, hast du das Thema auch nicht nur machen wollen, um jetzt quasi schneller und effizienter und günstiger zu bauen und stabiler, sondern auch letztendlich, weil die Mannschaft unterhalb von dir auch ja teilweise, hast du eben gesagt, auch sehr jung ist. Ne? Das heißt, was brauchen die Jüngeren?
heutzutage auf so einer Baustelle? Die, neben dem, dass sie eine Begeisterung für den Beruf allgemein mitbringen, ist es schon natürlich Vermittlung von theoretischem Wissen, aber viel praktische Anwendung, und die müssen begeistert und auch die wollen dazulernen. Ja. Das ist bei jedem gut vorhanden und das Potenzial kann man einfach gut hier einsetzen. Ja. Man muss es halt nur strukturieren und viel anbieten. Ja. Aber da geht es halt auch viel um Eigenverantwortung. Schnell aus der Zuschauerrolle herauskommen und auch das Thema Teamwork einfach ja. zu lernen. Da, deswegen ist jetzt umso spannender, wenn ich auf die Frage komme, was macht ihr jetzt bei Corona? Ne? Wenn ich jetzt im Prinzip sage, bitte Abstand halten. Ne? Was sind so die vier, fünf wichtigen Dinge, die jetzt gerade diese kurzfristige Regelkommunikation auch betreffen und Verhalten? Auf was achtest du da, dass das hier läuft? Also wir haben natürlich im großen Umfang die Hygieneregeln, die im Allgemeinen bekannt sind, aber die wir hier halt auf der Baustelle auch ganz konkret umsetzen. Es sind verschiedene Maßnahmen. Es ist natürlich nicht ganz unproblematisch oder eine Herausforderung auch, wie macht man jetzt so Statusbesprechungen? Ja. Wir haben das hier am großen Board gemacht. Ne? Ja, ja. Man muss ein bisschen kreativ werden. Wir können nicht die Qualität 100% erreichen, als wie das vorher war. Ja. Das muss man auch, ehrlicherweise sagen, das ist so. Aber man kann es trotzdem durchführen, man muss sich ein Stück weit einfach dann was einfallen lassen. Ja. Das ist so, aber es geht auch. Was nicht geht, alles nur irgendwie elektronisch zu machen, digital zu machen. Wir müssen hier vor Ort am Ort des Geschehens bleiben. Ja. Das geht auf der Baustelle schon relativ gut. Ja. Man hat in der Regel großen Abstand bei großen Projekten. Im Bürobereich lässt sich das alles organisieren. Wenn man sagen, wer nahe der Baustelle wohnt, macht sein Bürokram zu Hause. Ja. Oder man stellt zusätzlich Container noch her und dann kann er auch im Bürobereich oder im Besprechungsbereich entsprechend locker sitzen. Ja. Und wenn es halt zu eng wird, dann. Das heißt, eine Stehung mit, ich sage jetzt mal, vielleicht 15 Leuten vor einem großen Board mit Abstand und Mundschutz kann ich noch einigermaßen machen, am Board selber arbeiten. Diese Dinge kann man vielleicht vorziehen, ja, was man auch tun, dass man die Eintragung schon hat, sodass man nicht gezwungen ist, direkt am Board face-to-face nebeneinander zu stehen. Überträgst du jetzt schon selber auf eigene Projekte? Ja. Themen, die hier kommen? Okay. Ja, also wir haben gerade mit einem noch größeren Projekt wie das hier gestartet. Ja. Sind sogar noch zwei weitere Bauabschnitte dazu. Das heißt, es ist eine Baustelle, die wahrscheinlich über 2,5 Jahren dann in Summe mindestens geht. Okay. Und dort ist einer der Bauleiter hier, derjenige, der dort das Ganze hier jetzt ähnlich aufbaut wie hier. Ja. Auch mit einer langen Vorbereitungsphase, und wir werden alle Erkenntnisse und Erfahrungen, die wir hier haben, dort schon mit einfließen lassen. Also das ist schon der erste Multiplikator, der da quasi rausgeht. So ist es, also wir sind da schon relativ weit, ne? So Prozessanalysen, Taktsteuerungspläne, Mannstärkenkurven etc. Ja. Und das fließt auch schon bei den Vergaben an den Nachbetrieben mit ein, wir sprechen mit denen schon, und wird diese Vorphase sicherlich noch ein Stück weit intensiver betrieben und dann halt die Verbesserungspunkte, die wir hier jetzt erkannt haben, werden wir dort auch so umsetzen. Abschließend, was würdest du der Branche wünschen, wenn man 5 Jahre weiterschaut? Also, es ist wahrscheinlich leicht zu sagen, was man sich Goldbeck wünscht für die nächsten 5 Jahre. Okay. Also, und wir sind auch in einer Gemeinschaft, ne? Das ja, ist so. Ich glaube, dass bei der Branche wichtig ist, an vielen Kongressen tauscht man sich ja ohnehin aus. Ne? Ja. Das ist immer so das Ding, wie offen geht man damit um, und wir arbeiten uns da am Vorsprung und so. Halte ich wenig von, ne? Weil bauen muss jeder selber. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass die Methodik, die wir hier jetzt mal schon mal sehr konsequent jetzt in der Umsetzung haben und Erkenntnisse daraus gewinnen, dass sich das weiter durchsetzen wird, weil auch die Nachunternehmer sind ja nicht doof, ne? Die merken auch, wo können wir Geld verdienen, wo nicht. Und wir sprachen anfangs von Win-Win. Ich sehe mal einen ganz großen Vorteil für die Nachunternehmer, weil die einfach, weil dann wir unseren Job als GU
einfach besser tun können. Es ist mit unserem Job, den Bauablauf und die Prozesse und die Planung mit den Nachunternehmen so im Detail zu strukturieren und zu planen, dass man es theoretisch nur noch abwickeln muss und alles andere ist vorher erledigt. Dahin wollen wir kommen und das würde ich mir einfach bei den Baustellen wünschen, dass man zum einen mal sehr effiziente, effektive Gesprächskultur einfach haben, weil auch ein Kulturwandel stattfindet, das hier mit am Baustein ist. Und dass man erkennt und auch das sich durchsetzt, dass man die Hauptenergie weit vorher einstecken muss, bevor man überhaupt einen Bau anfängt. Ja, genau. Und da sind wir dann wieder dabei, dass man auch mit anderen Leuten spricht und die das, also im Sinne von, im Prinzip geht es ja immer um das eine Projekt und alle arbeiten auf das eine Projekt hin. Und ich denke, das ist, kann ich gut verstehen. Also meine Haltung ist, in den nächsten 5 Jahren müssen ein paar Egoismen überwunden werden, sagen wir, für Kunden oder für die Projekte die richtige Leistung zu bringen. Und da sind wir auch teilweise unterschiedlich unterwegs. Deswegen herzlichen Dank, dass wir das hier sehen konnten und weiter so. Danke. Gerne.